Liebe Freunde der Astrologie, Pluto Quadrat AC, eigene Erfahrungen Teil 2. Ihr erinnert euch sicher, dass ich im Frühjahr ein Video gemacht habe über meinen Pluto-Transit im Quadrat zum Aszendenten. Dann habe ich Teil 1 gemacht. Da wollte ich euch einfach mitteilen, was das so bedeutet, wenn man am eigenen Leib mal diesen Pluto-Transit erfährt über den Aszendenten. Das ist ja nochmal ganz was anderes, als wenn man irgendetwas theoretisch analysiert oder prognostiziert, sondern wenn man das erlebt und vor allem im vollen Bewusstsein erlebt und in keinster Weise ausweicht. Also bei mir war es ja so, dass ich, wenn ich das mal rekapituliere, im Oktober 2022 ging das also los. Da hat sich der Pluto an meinen Aszendenten hingenähert. Und im Frühjahr 2023 ging er dann das erste Mal komplett über diesen Aszendenten, und zwar gerade genau. Also er ist einmal drüber gewandert. Und meine Erfahrungen aus diesem Pluto-Transit habe ich ja in meinem ersten Teil kundgetan. Ich werde es unten nochmal verlinken für die, die es noch nicht gesehen haben. Und ich hatte damals gesagt, dass ich dann, wenn dieser Direktlauf über den Aszendenten inklusive Rückläufigkeit dann zu Ende ist, dass ich einen zweiten Teil machen werde. Also um es kurz zu fassen, im Frühjahr ging dann dieser Pluto im direktläufigen Transit über den Aszendenten und dann hat er ja abgebremst. Und während der Bremsung war er immer noch auf meinem Aszendenten, hat immer noch gewirkt. Also er ist dann stehen geblieben und ist dann in die Rückläufigkeit gegangen und wieder über den Aszendenten gestrichen und zurück. Das heißt, seit Frühjahr bis jetzt vor ungefähr 2 Wochen, 3 Wochen war dieser Transit aktiv. Und ich kann euch versichern, das war keine schöne Zeit. Es war eine sehr anstrengende Zeit, das habe ich ja schon im ersten Video gesagt. Ich hatte die Hoffnung, dass bei der Rückläufigkeit, also wenn er rückläufig über den Aszendenten geht, dass das deutlich leichter vonstatten geht. Dem war aber nicht so, sondern es ist sogar eher so gewesen, dass die Verinnerlichung durch diesen Pluto-Transit in der Rückläufigkeit aus meiner Sicht deutlich stärker war. Also es hat sich bei der Direktläufigkeit über den Aszendenten, haben sich Emotionen aufgetan, alte Emotionen, die aber doch irgendwie doch recht im Außen waren und jetzt bei der Rückläufigkeit hat sich das alles viel mehr verinnerlicht. Also ich bin mit den gleichen Themen oder mit ähnlichen Themen konfrontiert worden, die aber wirklich tief in das Seelische sich eingegraben haben und auch tatsächlich ja, aus den intensivsten Kindheitserlebnissen diese, man muss schon sagen, Negativemotionen hochgespült hat und hat mich diese Emotionen nochmal anschauen lassen. Es waren intensive Ängste dabei, die ich nicht als aktive Angst wahrgenommen habe, sondern als alte Angst, was aber nicht heißt, dass sie nicht weniger wirksam waren, weil das sind halt Emotionen. Ja, also schön war das mit Sicherheit nicht. Ich meine, jetzt, wo ich drüber bin, zumindest mal die große Pause habe, kann ich darüber schmunzeln, weil zurückblickend das Ganze letztendlich, ja, wie soll ich sagen, es war eine große Show, ja, eine große Emotionsshow. Es waren auch ein paar körperliche Symptome dabei, die waren auch nicht sehr schön. Das gehört scheinbar immer mit dazu. Nur letztendlich habe ich die alle überwunden. Und ich bin natürlich froh, dass er jetzt in seiner Rückläufigkeit wieder außerhalb des Wirkfeldes des Aszendenten ist, obwohl er ja in diesen 3 Jahren, für die der Pluto braucht, für so einen Transit,
den Aszendenten nie wirklich in Ruhe lässt. Er wird ihn in irgendeiner Form immer irgendwie berühren, aber nicht mehr aktiv. Er kommt ja dann nochmal im Frühjahr 2025, geht er ja nochmal direktläufig über den Aszendenten. Das geht aber ziemlich schnell, weil er ja nicht mehr abbremst. Das war jetzt in diesem Frühjahr bis Sommer so extrem langsam, weil er ja in der Bremsung war und dann zurückgegangen ist und dann wird er das direktläufig zügig machen. Ich vermute aber, dass dort gar nicht mehr so viel passiert, sondern dass das nochmal eine Abrundung dessen ist, was ich ohnehin jetzt schon erlebt habe. Also ich kann sagen, dass das sehr intensive Emotionen waren. Jetzt kommt das Interessante aber. Die intensiven Emotionen haben sich aber abgewechselt mit ganz freudvollen Emotionen. Und das war im Frühjahr noch nicht der Fall. Im Frühjahr habe ich gemerkt, dass es sehr starke Emotionen waren, die, wie soll ich sagen, die mich belasteten, denen ich nicht so richtig Herr wurde. Ich habe versucht, über Meditation das Ganze etwas auszugleichen. Nur das geht gar nicht, weil eine Pluto-Emotion im Quadrat so stark ist, dass das gar nicht möglich ist. Und ich habe dann im Sommer einen guten Weg gefunden, diese Emotion, die sehr belastend war, durch eine freudvolle Emotion zu begegnen. Ich habe mir ein Motorrad gekauft. Ich habe also ein Führerschein-Upgrade gemacht zu einer höheren Motorradklasse und habe mir ein Motorrad gekauft und bin dann mit diesem Motorrad gefahren. Und das war genau die richtige Emotion, das war genau die richtige Antwort auf diese starke Emotion des Pluto. Und somit bin ich eingebogen in eine sehr freudvolle, starke Emotion. Natürlich war das Motorradfahren nicht die einzige freudvolle, starke Emotion. Und während dieser Zeit des Pluto-Transits kann man nicht in der Stille bleiben. Das funktioniert nicht. Das ist eine so starke und fordernde Emotion, die eine sehr starke und fordernde Bewegung dann auch braucht. Motorradfahren mache ich immer noch, macht mir großen Spaß und ich werde es auch nicht mehr aufhören. Was ich besonders interessant fand, dass diese starke, sagen wir mal problematische Emotion auf der einen Seite sich mit ganz freudvollen Emotionen auf der anderen Seite abgewechselt hat. Und das war manchmal im täglichen Wechsel. Aus dem täglichen Wechsel ist ein stündlicher Wechsel geworden oder ein zweistündlicher Wechsel. Und das hat mich natürlich sehr stark irritiert, weil das war eine gewisse Launenhaftigkeit oder auch, nennen wir sie ruhig, Bipolarität, die auf der einen Seite eine sehr starke Emotion im Problematischen gehabt hat, ich sage mal Problematischen, und auf der anderen Seite in der großen Freude. Das ging dann eines Tages so weit, dass die beiden Emotionen sich immer näher gekommen sind, also der Wechsel dann nicht mehr stündlich war, sondern minutenhaft, bis es so war, dass die eine Emotion sich an die andere Emotion angedockt hat. Und das war ein Moment, den ich fast als erleuchtend empfand. Ich habe das noch nie so erlebt, dieses Nebeneinander einer problematischen Emotion mit einer besonders freudvollen Emotion. Also es ist nicht so gewesen, dass jetzt ich das als spaltend empfunden hätte, dass ich sage, du hast jetzt diese problematische Emotion auf der einen Seite und die freudvolle auf der anderen Seite und da ist eine Spaltung passiert. Nein, es hat sich so weit angenähert, bis die beiden Emotionen ineinander waren. Und das hat etwas ganz was Mystisches. Das ist ja fast so, als wenn die beiden sich vereinigen und dir zeigen, dass es in deiner Macht liegt, worauf du dich in diesem Moment dann konzentrierst. Beide sind da. Ja? Die problematische Emotion und die freudvolle Emotion. Und wenn die ganz nah beieinander sind, sind beide präsent, sind immer präsent und da kommt es nur noch auf einen an, dass man selber wählt,
Welchen Fokus nehme ich ein? Ich kriege das gar nicht richtig in Worte. Es war ein ganz besonderer Moment. Es fällt mir schwer, mich daran zu erinnern. Aber ich weiß, dass das wirklich für mich eine große innere Aufregung war. Das waren fast ekstatische Momente mit so unterschiedlich starken Emotionen, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und das hat natürlich dann irgendwann mal aufgehört, als dann der Pluto wieder aus dem Wirkbereich des Aszendenten draußen war. Dann hört das auf. Aber diese Verinnerlichung dieser beiden Emotionen, die ist geblieben und war für mich also ein ganz besonderes Erlebnis. Was ich euch nicht schildern kann, und das habe ich im ersten Video auch schon gesagt, was jetzt genau passiert ist, das sind doch sehr private Dinge auch, sehr intime Dinge, was man sich bei Pluto ja natürlich vorstellen kann. Aber ich kann nur sagen, es war sehr, sehr spektakulär, sehr interessant. Auch letztendlich für meine weitere Heilung sehr, sehr ausschlaggebend. Natürlich ist es so, bei so einem Pluto-Transit, dass das individuell immer anders ist. Ich habe ja schon erwähnt, dass bei mir auf den Achsen wichtige persönliche Planeten sind. Dass diese wichtigen persönlichen Planeten wieder Verspannungen mit anderen Planeten haben. Und was ich interessant fand, und das wollte ich unbedingt auch selber erfahren, dieser Transit über den Aszendenten betrifft natürlich dann den Planeten, der direkt auf dem Aszendenten sitzt, ganz besonders. Das ist bei mir der Mars. Das bedeutet, dass hier zwischen dem Pluto und dem Mars es zu einer gewissen Energieblockade auch gekommen ist. Die war nicht sehr schön, aber spannend. Und genauso hat sich das umgewandelt in eine ganz hohe Energie, als es dann wieder losgelassen wurde. Dann ist dieser Mars auch noch verbunden mit anderen Planeten und da dachte ich mir, na gut, wenn das jetzt alles nicht so exakt im Quadrat steht, könnte passieren, dass die anderen Planeten gar nicht mit einbezogen werden. Doch, sie sind mit einbezogen worden. Und ich konnte sogar ganz genau feststellen, wie stark die einbezogen wurden, nämlich immer genau so, wie gerade der Orbis in der Abweichung zum Aszendenten war. Also sehr spannend. Eine Sache ist mir noch aufgefallen, und zwar ist ganz wichtig bei diesem Pluto-Transit über den Aszendenten die Besetzung des achten Hauses. Also wer einen Planeten im achten Haus hat oder mehrere Planeten im achten Haus, diese Planeten sind unmittelbar betroffen. Es ist so, dass eine intensive Kooperation stattfindet. Das achte Haus ist ja, wenn man so will, das Haus des Plutos. Dieser Planet wird aktiviert mit all seinen Eigenschaften, mit all seinen Aufgaben und der Pluto im Horoskop selbst wird nochmal aktiviert. Also eine ganze Bandbreite von Dingen, die hier angesprochen werden. Und für mich war das insofern auch fordernd, weil ich in jedem Moment, wo ich etwas gespürt habe, immer genau wissen wollte, wo kommt das her? Mit was hat das zu tun? Ist das jetzt der Planet im achten Haus? Ist das jetzt die Verspannung zum Aszendenten in einem größeren Orbis? Oder ist das jetzt der Pluto? Der Pluto, der da bei mir in Haus 5 sitzt? Ja? Also das fand ich schon sehr, sehr aussagekräftig und sehr wertvoll natürlich auch für meine eigene astrologische Arbeit, dass ich verstanden habe, wie so etwas funktioniert, wie Emotionen durch das ganze Horoskop durchgehen, wie sich das Ganze vertieft. Und Pluto Quadrat Aszendent, muss ich sagen, ist schon eine ganz besondere Sache. Weil ich gesagt habe, dass ja Pluto das alte Leben verbrennt, die alte Inkarnation verbrennt und eine neue aufbauen wird. Ich sehe jetzt bereits am Horizont, was sich da Neues tut. Die Schmerzhaftigkeit, die Pluto bisher bewirkt hat, die ist etwas verflogen, Gott sei Dank. Also ich merke, das vergisst man dann auch mehr sehr schnell und das ist auch gut so. Ich weiß nicht, was im Frühjahr noch kommt,
Aber es wird sicherlich nochmal was aufgelegt werden, was das Neue in eine besondere Form bringen darf. Also ich weiß ungefähr, was da kommt. Ich spüre es ganz genau. Da ist schon etwas zugrunde gelegt worden. Aber ich denke, dass da nochmal was kommt. Und deswegen werde ich auch noch einen dritten Teil machen. Ich weiß nicht, wie lang der sein wird. Aber um euch nochmal zu berichten, was sich so in der dritten Phase dann noch ergeben hat. Und ich bitte um Verständnis, dass ich von diesen vielen spektakulären Dingen, die ich erlebt habe, nur wenig bis gar nichts preisgeben kann, weil es ist schon sehr besonders gewesen. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.